Die Bamberger Fans wollen ihre eigene Mannschaft nach 3 Erfolgen in Serie unter dem neuen Coach Arne Woltmann sehen, aber eben auch den Tabellenführer, die Niners Chemnitz, gastieren in der Brose Arena. Und der Spitzenreiter startet nicht allzu gut. Bamberg zunächst mal mit Selbstvertrauen. Der Ball geht viel nach innen in der Anfangsphase zu Filip Stanić, der hier zum 10:5 Punkte. Sehr euphorisierte Stimmung in der Halle. Die Mannschaft von Anfang an mit viel Energie. Aber dann schleichen sich die ersten Fehler ein. Hier von Dre Woodbury die leichten Zähler von Tyler Ongwe, der Ausgleich. Bamberg kann aber zunächst noch mal dagegenhalten, auch weil Chemnitz der ein oder andere leichte Fehler unterläuft, so wie hier die Punkte von Patrick Heckmann. Nach diesem 15:12 ist es aber erst einmal wie abgeschnitten für die Bamberger und Chemnitz übernimmt. Spielt immer stärker an beiden Enden des Feldes und findet Kevin Jebo hier die leichten Zähler. Jebo am Ende mit einer unfassbaren Deadline. 33 Punkte in 21 Minuten, dazu 7 Rebounds. Chemnitz dominiert jetzt. Immer wieder gute Ballbewegung. Kajami Keen, der Assist auf Wes van Beck, den Top-3-Punkte-Werfer bei den Niners. Bamberg hat jetzt eigentlich in jeder Situation das Nachsehen. Chemnitz dominiert komplett mit einer sehr harten und guten Verteidigung, die nur selten überwunden wird. So wie hier von Dre Woodbury zur Pause. 12 Punkte Führung für die Niners von Rodrigo Pastore. 48:36. Und es geht gut weiter. Die Anfangsminuten der zweiten Halbzeit gehören Kapitän Jonas Richter, der hier ganz leicht zum Korb kommt. Irgendwie ist zu diesem Zeitpunkt schon klar, der Tabellenführer ist zu stark für die Bamberger, die ja immer noch auf die Play-ins hoffen. Punkte von Zach Copeland, der Bamberger Topscorer, oftmals zu eigensinnig in diesem Spiel. Der Ball geht nicht durch genug Hände bei den Gastgebern, die immer wieder auch in Transition das Nachsehen haben, so wie hier in dieser Situation. Van Beck von außen im Fastbreak. Für Chemnitz ist es phasenweise in der Offense wie ein Trainingsspiel. Woodbury ist so ziemlich der Einzige bei Bamberg, der dagegen hält. Starkes Spiel vom Rookie, am Ende 27 Zähler und 5 Assists. Chemnitz immer wieder mit klasse Ballbewegung, so wie hier in dieser Situation. Uguak mit dem Dreier, starke Quote bei Chemnitz von außen, 14 von 31, 45%. Der Sieg des Tabellenführers steht längst fest. Bamberg sorgt aber für das Highlight der Partie. Dieser Assist von Woodbury auf EJ Onu. Kevin Jebo, eigentlich ein Inside-Spieler, an diesem Abend perfekt von außen. Und das bei 5 Versuchen. 5 von 5 von der 3-Punkte-Linie. Woodbury im Gegenzug, die beiden haben so ein bisschen ein kleines persönliches Duell im Schlussviertel. Und dann nochmal die Chemnitzer mit Kesa Kajami Keen, dem Point Guard, der lange Zeit seinen Touch nicht gefunden hat. Am Ende ein souveräner, ein verdienter 106:84 Erfolg für den Tabellenführer. I just think we didn't get enough ball movement on offense, too much ISO play. Yeah, and that's really it, just stagnant. So it felt like we were easy to guard today. Ja, ich denke einfach, dass wir jeden Gegner ernst nehmen, jedes Spiel irgendwie gewinnen wollen oder jedes Spiel den besten möglichen Basketball spielen wollen und das 40 Minuten lang. Und ich denke, das sind wir auch unseren mitgereisten Fans heute schuldig. Deswegen, ich bin stolz auf das Team. Chemnitz holt die Bamberger nach ihren 3 Siegen in Serie auf den Boden der Tatsachen zurück. Ganz starke Vorstellung des Spitzenreiters, der in dieser Form ein ernsthafter Konkurrent der Bayern um die Meisterschaft werden kann. Alle Spiele live und auf Abruf bei Dein.